Jo, hallo und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, ihr seht vielleicht, ich bin mal wieder in Drakensang Online hier mit meinem alten Account Cracker Stufe 28. Und ich habe mir gedacht, ich mache vielleicht bald mal wieder hier LPs davon, beziehungsweise wie viel kostet das? 10 Bronze würde ich dafür kriegen. Ja gut, also ich habe mir gedacht, ich mache vielleicht mal wieder LPs hier von diesem Account Cracker. Was kann man hier machen? Also es gab ziemlich viele Updates, seit ich das letzte Mal gezockt habe. Reittiere. Dafür brauche ich hier das Wissen. Schnelles Reiten. Ja, das habe ich noch nicht so ganz. Zurzeit ist auch hier irgendwie so ein Sargon-Event oder so. Das werde ich nicht machen. Ich bin ja noch nicht Level 40. Lol, immer dieser Bug, dass man nicht in die Zonen gehen kann. Wie ich ihn hasse. Und ich werde wahrscheinlich übelst failen jetzt erstmal, weil ich es einfach seit Ewigkeit nicht mehr gezockt habe. Aber das ist mir ziemlich egal. Ich werde jetzt einfach mal zocken. Ich habe auch richtige Scheißausrüstung, glaube ich. Okay, die ersten zwei Gegner haben wir doch schon mal hier locker geschafft, ne? Hier poolen wir da mal ein bisschen was zusammen. Hier, kommt's mal alle her. Okay, das sah jetzt nicht so gut aus. So gut aus. Ich sollte vielleicht einfach versuchen, durch die Quests hier erstmal ein höheres Level zu erreichen. Und dann können wir immer noch weiterschauen. Ich schau mal schnell, was für Quests ich denn habe. Laboratorium der Lügen. Wo ist denn hier der Teleporter? Ich sehe es gerade nicht. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Genau. Laboratorium der Lügen. Also sorry, falls ich hier gerade echt nichts finde. Wo muss ich denn dahin? Wäre uns Zuflucht. Yo, let's go there. Gut, dann machen wir erstmal die Zonen da. Gehen wir da direkt mal hoch. Da kenne ich mich sogar noch ein bisschen aus hier. Ich habe leider keine Ahnung, ob die Gegner noch grün für mich sind oder ob die hier schon grau sind oder was auch immer die sind. Habe ich noch Essenzen? Nein, natürlich nicht. Ressourcen werde ich bestimmt nicht benutzen. Oh, Stufe 24 ist der. Bezweifle ich, dass die Gegner noch grün für mich sind, aber wir werden sie ja gleich sehen. Die Ruckler im Spiel haben sich nicht gebessert, das war ja klar. Okay, dann die sind grau, die Gegner. Bringen also keine XP mehr. Ja. Dann rushe ich da mal schnell durch bis zum Laboratorium und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Laboratorium, beziehungsweise vielleicht sehen wir uns auch schon davor. Ich könnte, ja, ich nehme jetzt einfach weiter auf. Ganze Zeugs hier brauche ich eigentlich nicht aufheben. Das bringt mir ja alles nix. Also ich habe hier auch umgeskillt. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, hier auf Blitz und so, ne? Früher hat man ja nicht Blitz gesch-
Hau doch ab, Mann. Ja, Essenzen. Früher hat man ja nicht Blitz gefühlt. Mich würde jetzt echt mal interessieren, was da hinten ist. Da schauen wir jetzt mal gleich hin, oder? Ist hier schon wieder Essenzen? Ja, das ist ja schön. Ihr haut bitte alle ab. Ihr seid mir nämlich ziemlich im Weg. Denn ich will jetzt mal austesten, was hier ist. Da war ich nämlich noch nie. Ewiger Hain. Da würde ich sagen, schauen wir mal hier rein in den ewigen Hain. Dann sehen wir ja vielleicht hoffentlich neue Gegner und ob die hier für mich vom Level her gut sind, ob ich zu hoch bin, ob ich zu niedrig bin. Auftraggeber. Okay, da gibt es also auch Quests dafür. Es wäre also auch nice, wenn... Ja, grüne Gegner. 10 oder 100. Jetzt habe ich gar nicht hingeschaut. Ich glaube 10. Bin ich... Ja! Jetzt macht er da schon viel eher Spaß. Hm. Heldengürtel des... Warte mal. Habe ich da gerade ein seltenes Item bekommen? Wow! Alter Mann! Was finde ich denn für ein harter Lacker? Das gibt's ja nicht. Gewinne ich erstmal hier so ein seltenes Item. Das ist aber mal chillig, ne? Das ist ja cool. Muss ich dann später direkt mal mich darüber informieren, was dieses Item denn hier so bringt. Wie oft die Videos hier kommen werden, kann ich nicht sagen, weil ich selber noch nicht weiß. Das kommt einfach, denke ich mal, ja, ganz drauf an. Ich glaube, die werden hier nicht regelmäßig kommen. Schon gibt mir die Halsfähre. Das ist ja ein richtig geiles Gebiet hier. Die Sphäre auch bitte. Dankeschön. Ja. Der ist ja schon tot. Ja, ich werde mich auf jeden Fall danach im Forum erkunden, was dieser, wie heißt er? Heldengürtel des Schutzes denn ist. Und was? Also, ob der irgendwie für eine Quest ist oder so. Oder ob das einfach ein geiles, seltenes Item ist und ich verdammt Glück hatte. Oder was auch immer, das weiß ich ja gar nicht. Ich habe ja hier schon seit Ewigkeiten nicht mehr gezockt. Aber ich werde mich da auf jeden Fall mal erkundigen. Ich glaube, es ist gerade nicht so effektiv, was ich da mache. Also von der Anzahl der XP her. Ich bekomme jetzt nicht so viel XP. Ist ja klar, sind ja nur grüne Gegner. Und ich meine, ich schau da mal, ob es da irgendwie... Wow! Oh, hier gibt's uraltes Wissen. Und jede Menge Lichtessenzen. Die werde ich wahrscheinlich gar nicht gebrauchen können, die Lichtessenzen, aber ja, ist ja schön, welche zu haben, oder? Falls ich irgendwann Level 40 bin und mal wieder ein Sargon-Event kommt, kann ich sie dann benutzen. Ich bin mir sicher, es wird definitiv nochmal Sargon-Events geben. Also es ist jetzt, glaube ich, auch schon das zweite.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es ist das zweite Sargon-Event. Und ja, dieser Part hier, da geht jetzt schon 10 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch aufnehmen werde. Schon noch ein bisschen, denke ich. Keine einzige Halsferde gedroppt. Aber wieder so klar. Nehme ich immer das Kupfer. Was war das? Achso, nur eine einfache Reiserobe. Kill mich nicht. Nein. Gib mir die Heilpferde. Ach verdammt, jetzt haben sie mich gekriegt. Mist, ey. Du bist gestorben, wenn du deinen Seelenwächter oder Opfer der Schicksalsgöttin für eine schnelle Rückkehr. Sonst heißt es warten auf die Gnade des Schöpfers. Ja, dann warte ich mal, oder? Dann bin ich ja schon wieder hier und... Oder ist jetzt ein Fragezeichen aufgeploppt? Muss ich den Heldengürtel vielleicht wieder abgeben? Finde ich gar nicht schön. Außer ich krieg was Geiles dafür. Schattenforscher. Kaffeebohnentausch. 500 gewinne ich nicht, das sind... nein. Abbrechen. Was ist hier noch gekommen? Das da? Plan B. Ja, also ich würde sagen, das war's erstmal mit diesem Teil. Ich erkunde mich jetzt mal im Forum, was es mit diesem Heldengürtel des Schutzes auf sich hat. Ja, meine Items sollte ich reparieren, ne? 9 von 78 Haltbarkeit. Heldengürtel des Schutzes. Schauen wir mal, was das ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Drakensang Online.